Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein neues Thema für euch und zwar zu Redo of Healer. Der Anime ist ja sehr umstritten und aktuell in aller Munde. Umstritten war das Ganze schon bevor der Anime angelaufen ist, nämlich als die Ankündigung kam. Und ich habe mal in den Manga reingeschaut, in den Anime natürlich als angelaufen ist auch, aber zuvor in den Manga. Und ja, die ersten 22 bis 25 Kapitel gelesen. Und was soll ich sagen, nach Kapitel 10 wird es schon ein bisschen langweilig. Wir haben unseren Hauptcharakter, der Rache will, und das ist ein Heiler. Und ja, er macht aber irgendwie kaum irgendwas mit seiner Heilmagie. Der kann alles außer Heilmagie scheinbar. Er kämpft mit einem Schwert, er kann Gehirnwäsche machen, er kann sein Aussehen verändern, dies und jenes. Aber ja, das hat jetzt eigentlich wenig bis gar nichts mit Heilmagie zu tun. Dann haben wir noch die Gruppe von unserem Hauptcharakter. Da wäre einmal die gehirngewaschene Prinzessin, die Eiswölfin und das Dämonenmädchen. Die sind allesamt belanglos. Und die Antagonistin, wobei man hier sagen muss, kein Charakter ist hier wirklich gut, aber die sind genauso belanglos. Und ehrlich gesagt, ich verstehe nicht dieses Theater um diesen Anime. Ich verstehe diesen ganzen Aufruhr nicht, dieses Theater, was darum gemacht wird. Die Leute verstehen scheinbar nicht, dass das Fiktion ist. Das ist nicht echt. Und gut, da haben wir nicht nur bei diesem Anime, da haben wir bei anderen Animes gehabt, das haben wir bei Büchern, das haben wir bei Filmen, das haben wir bei Spielen, das haben wir beim Manga. Dass Leute manchmal einfach nicht verstehen wollen, dass das nicht echt ist, dass es Fiktion ist. Ich weiß nicht wieso, scheinbar fehlt den Leuten da wirklich was im Kopf, dass sie es nicht begreifen wollen, dass das Ganze nicht echt ist. Und ja, an sich kann man sagen zu Redo of Healer, der Anime ist ganz gut. Das ist jetzt bei weitem kein Meisterwerk, aber es gibt tausende Anime, die schlechter sind. Es gibt aber auch tausende Anime, die besser sind. Und ja, man kann ihn sich auf jeden Fall mal geben, wie gesagt. Dieses ganze Theater um den Anime verstehe ich nicht. Leute, lernt, das ist nicht echt, das ist Fiktion. Und mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Und dann würde ich mal sagen, mehr, wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.